So, ich bin überfordert, ne? Wie so oft mit diesem Spiel, also. Maschinenraum, da könnte man eine Säge herkriegen, oder? Was war 2? 2, 4 war, genau. 1 war. Ich klappe jetzt einfach die Räume ab, ne? Ich meine, was soll es? Hier ist es offen. Huhu! Sieht aus wie eine. Anscheinend befinden sich hinter dem Glas einige Schriftstücke. Vielleicht bekomme ich sie raus. Heraus. Oh. Einige kann man aufmachen. Aber es bringt einem nichts. Oh, Batterie. Schön. So, da ist doch direkt, ich mach mal zu, ne? Haben wir ja gelernt. In auch anderen Spielen, die ich jetzt hier nicht benennen will. Ein motivierendes Dokument über die Geschichte dieser Organisation. Ja, interessiert uns Story oder interessiert uns Story nicht? Also mich interessiert schon Story. Ich lese das mal vor. Eine illustre Vergangenheit, eine aufregende Zukunft. Das Archaikum, eine jahrhunderteübergreifende Geschichte. Als Mitglied des Archaikums sind Sie Teil einer Organisation, die lebenswichtig für den Schutz der menschlichen Rasse ist. Deswegen entwickelt sie Virusse, die ausbrechen und alles menschliche Leben auslöschen. Wenn Sie kein Mitglied des Archaikums sind, melden Sie sich bitte beim Verbindungsoffizier der nächstliegenden Gemeinschaft. Das Archaikum, wie wir es kennen, wurde im Jahr 1519 vom mailändischen Adligen Francesco Mezzi gegründet. Nee, Melzi, nicht Mezzi. Die Fundierung der Bewegung, von manchen fälschlicherweise als Sekte bezeichnet, komisch, beruht auf den privaten Werken von Leonardo di Ser Piero da Vinci. Oho. Humus universalis, ne? Nee, Humus, egal. Die auf dem Sterbebett an Melzi weitergab. Seinem zuverlässigsten Schüler. Zu jener Zeit kursierten viele Gerüchte über eine sexuelle Beziehung der beiden. Was eine Erklärung für die Verschwiegenheit war, die sich die beiden gerne zu eigen machten. Über die Ingenieurstätigkeit von Da Vinci ist vermeintlich viel bekannt, obwohl die wenigen der Öffentlichkeit bekannten Skizzen und Notizen kaum die Oberfläche seines Wissens berühren. Beispielsweise wird oft behauptet, dass seine Flugapparate gänzlich unpraktisch gewesen seien. Jetzt wissen wir, dass sie nur dann unpraktisch sind, wenn sie durch von Menschen produzierte Materialien eingeschränkt werden. Was? Oh, labert nicht, echt. Das Archaikum blieb jahrhundertelang unbekannt. Melzi und seine Nachfolger wussten um die Macht seines Namens, seinen Besitzer zu identifizieren und festzulegen. Und selbst heute bleibt Archaikum eine inoffizielle und intern verwendeter Begriff. Wir stehen vor dem Beginn des 21. Weltweit. Schön. Too much info. Don't interesting for much me. For me. Hier wird's langsam dunkel, ein schlechtes Omen. So, hier war jetzt diese, da hinten ist rotes Licht. Oh, hier war jetzt die Kantine. Oh, oder Kantine? Also Kantine, oder? Uns hatte doch dieser Typ am Anfang geschrieben, dass die Kantine so ein Sicherheitssystem hat. Und ich geh mal rein. Oh, okay. Eine schwere Sicherheitstür mit der Aufschrift ID 3061. Es gibt kein erkennbares Schloss. 3601. Wir hatten doch diesen Computer irgendwo mal, wo man Türen öffnen konnte. Ne? Ne? Oder? Wo geht's da lang? Oh, sonst wohin?
7 war. Oh Gott. Ja, weiter geht's. Ich habe, ne? Hier ist ein Raum verbarrikadiert. Warum ist der verbarrikadiert? Ich schätze, weil. Ah, warum sind Räume verbarrikadiert? Da frage ich noch. Bin ich hier nicht gestartet? Ist hier eine Map? Ja, bin ich doch gestartet. Meine Güte. Ich lass mal auf, ne? Falls man hier schnell mal durchrennen muss. Ich warte nur noch, dass es passiert. Wie alle wissen, es wird passieren. Die Frage ist jetzt nur noch, wann und wo und wie und wieso. Aber es wird passieren. Es wird passieren. Was ist das? Maschinenraum. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich habe das für alle Fälle notiert. Was denn? Was denn notiert? Ich will da nicht rein. Oh, wenn ihr wüsstet, wie ich unter Spannung gerade bin. Okay, ich gehe da rein. Aus diesem Raum strömt ein merkwürdiger Geruch herein. Irgendwas ist hier sehr im Argen. Habe ich gerade gesagt, ich will hier rein? Nee, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Agathe Christi. Ah! Oh! Ich will da nicht. Was? Was ist passiert? Giftige Gase. Ich wollte da nie rein. Habe ich nicht gesagt. Wir gehen einmal weiter. Wohin? Wo sind wir? Da sind wir. Wir gehen jetzt mal zu 5. 5 ist, 5 ist. Storage. Nummer 5. Oh. Mir voll die Atomfässer. Wann passiert es? Oh, wieder diese blauen Kisten. Ich hasse blaue Kisten. Mit denen habe ich mich mal doch letztens so mies eingesperrt. Mies eingesperrt. Ah, lala. Ich habe gesagt, wir warten nur noch, wann es passiert. Da hat richtig mies was geklört. Da ist richtig mies was umgefallen. Und ich höre es richtig mies grunzen. Und ich habe gar keine Lust. Ich habe keine Lust mehr. Aber kann man das Licht ausmachen, Leute? Ah, die haben ja eh eine Taschenlampe, diese. Oh Gott, ich brauche noch einen Namen für die. Hier drin. Hier drin ist jemand, den ich nicht begegnen möchte. Nicht begegnen sollte. Ich schieb was vor die Tür. Diese tollen blauen Kisten, die ich so liebe. Ne? Weil ich habe keine Lust, dass der rauskommt. Das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn die rauskommen. Ich bin nämlich gerade ziemlich verstört und habe keine Lust auf dieses Spiel. Wobei wir schon gesagt hatten, es ist kein Spiel. Denn es macht keinen Spaß. Nein. Es ist auch nicht unterhaltsam. Doch, es ist unterhaltsam, aber nicht für den Spieler. So, hier gehen wir jetzt rein. Ne? Weil wir es können. Laden. Bin Laden. Oh. Ja, das kennen wir auch irgendwo her. Anscheinend hält der Mann auf der anderen Seite des Fensters eine Art Gasmaske in den Händen. Damit könnte ich an den Gasleck vorbeikommen. Ah, da liegt ein Toter mit einer Gasmaske. Und damit könnte ich... Aha. So. Dieses Regal enthält nichts Interessantes. Oh, doch. Doch. Oh. Doch, enthält es. Ich kletter auf das Regal und springe rüber. Voll der Plan? Voll der Plan.
Reagiert nur auf organisches Material, wir erinnern uns. So. Mal sehen, ob das reicht. Ja. Wenn ich hier springe, knall ich voll da umgegen und fall runter. Das wäre nicht geil, oder? Sprinten war auf. Oh, doch, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft. Diese Regale sind voller Rationen und Vorräte. Die Aufschrift liest sich wie folgt. Gefährliches Material. Vor dem Öffnen sich entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Sind. Aus Alaska. Gehe ich runter? Ich gehe runter. So. Hier ist nochmal von diesen tollen Kisten, die ich so liebe. Kisten! Liebe tolle Kisten! Und Fässer! Fässer ganz blau! Wieso hier alles blau ist? Ne? Wieso sind hier alle blau? Okay. Look here. It seems, yeah? The visual cortex of this monkey is certainly of a simplistic design. If I can just... There, you see? It's like molding clay. Ah. Hate to interrupt you while you're showing off your logical problem solving. Let me put it more simply. You see what I want you to see. Mehr Gold gibt mir Tipps. Well, it won't work if you move around, will it? You can't look up the magician's sleeve. Diese Kiste hat gerade pink geleuchtet und er hat davon gelabert, dass er viel toller ist im Rätsel lösen als ich, weil er so viel Zelda gespielt hat, dass es ihm aus beiden Ohren quillt. Also der liebe... Aber ich kann diese Kiste gar nicht anfassen. Hat irgendwas notiert? Ja... Ja, ich muss für Dr. Hermines, der Computer, eine Säge. Diese Kiste hat gerade lila geleuchtet. Ich will wissen, wieso. Wieso leuchten Kisten lila? Sieht schwer und zugeschweißt aus. Wenn ich da runterkrieche, macht es plumm und ich bin tot. Irgendeine Platte im Boden, vielleicht eine Industriewaage? Das sieht aus, als ob das Ketten durchschmeißen. Judo-Trick! Nein! Ah, ich will die rostige Kette zerstören. Okay, das geht nicht. Ich habe gerade voll getroffen. Was ist das hier? Ach, hier kann ich das entschärfen. Roter Draht oder grüner Draht oder was? Soll ich mal ausprobieren? Grün! 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 Wo ist die Logik? Wo ist sie? Wo ist die Logik? Ja. So, genau so. Ja. Was soll diese Kiste? Ich krabbel da jetzt unten drunter. Nein, ich muss erst die ganzen... Jetzt habe ich die da oben. Oh Gott. Wieder hier voll stressig und so. Ja! Ja. Oh! Gerade hat er aber ich stell da fast drunter. Dann kann es mich nicht zerquetschen. Ah, ich hab's! Ich hab es gewusst! Ich hab da doch was draufgestellt, um zu testen, ob das Ding runterkommt! Oh, ey. Ja, toll. Ja. Passiert nichts. Ihr seid super spitze. Ich hab sogar extra... Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Aha. Ja.
Ihr seid geil, Leute. Ihr seid richtig toll. Och, wie ich euch alle... Hallo! Jetzt komme ich hier nicht rüber, ne? Ja. So, da war noch ein anderes Fass. Das nehmen wir jetzt einfach. Das nehmen wir einmal und tun es da drauf. Und dann gucke ich da auch rüber. Ja, ja, ja. Ein Stromschalter. Aha. Machen wir mal. Nein! Verdammt, ich war's. Und blasse Wiegen rotterten gorkig im Gemang. Oh, speichern. Speichern, du musst speichern. Ja, also voll die beiden Rätsel folgen mir. Aha. Oh Gott. Ich überfliege es mal und versuche es dann zusammenzufassen. Hab gerade was gehört. Bisher nicht sehr interessant. Persönlichkeit spalten sich auf, wissen wir. Oh, der Virus wurde aus einem jahrhundertalten Grab freigelassen. Das ist neu, ganz interessant. Ich habe gerade übelst den Frame-Einbruch. Aha, die beiden Persönlichkeiten haben jeweils Zugriff auf die Erinnerung des jeweils anderen. Aha, und da der Virus so alt ist, ist die zweite sekundäre Persönlichkeit von mir auch so alt und deswegen richtig große Wissensmenge. Und dadurch, dass er mir Tipps gibt, profitiere ich aus Mergol. Besonders eine große... Aha. Ja, das ist... I'm not you. I'm part of something larger. We are nothing. We are a mistake. I need to rejoin them. Release me. Let me out. This is not right. I should be with them. Oh, cute. There should be no I. Oh ja, oh. Jetzt bringt er mein PC zum Lecken. This is not the first time. Another was infected. Red. He so wanted to, but we would not let him die. Ja, did he cause a disease? Er will frei, ich lasse ihn nicht frei. Nö, mach ich nicht. Nö.